Hallo zusammen und willkommen zurück zu Zahlenspiele. Ich bin Nicknack. Wir schauen uns DSA 5 an und die Talentproben oder Fertigkeitsproben allgemein und heute im Vergleich zu DSA 4. Deswegen, was ihr hier findet, ist einmal ausgerechnet, wieder, also simuliert, nicht genau ausgerechnet, eine Wahrscheinlichkeitstabelle, die besagt, wenn ich einen Talentwert habe von 0 bis 20, ich habe alle Eigenschaften auf 13 und eine Erleichterung oder Erschwernis in diesem Bereich, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Probe schaffe? Und da sieht man schon, wenn ich einen Talentwert von 20 habe, alle Eigenschaften auf 13 und die Probe ist um 15 erleichtert, ja gut, da muss ich patzen. Wenn ich die nicht patze, habe ich sie geschafft. Andersrum, wenn ich beispielsweise einen Talentwert von 0 habe und die Probe ist um 7 erschwert, mit allem auf 13, da habe ich nur noch eine Chance von 3%, die Probe auch wirklich zu schaffen. Dann brauche ich fast schon ja, sozusagen meine 2-1er. Spannend ist natürlich vor allem der Bereich in der Mitte. Noch einmal kurz zur Erinnerung, in DSA 5 ist es noch ein bisschen anders, deswegen für die, die es vielleicht nicht mehr wissen, bei DSA 4 war es noch so, ein negativer Wert ist eine Erleichterung, ein positiver Wert ist eine Erschwernis. Die Erleichterung oder Erschwernis wird direkt auf den Talentwert angerechnet. Also beispielsweise, wenn ich aktuell einen Talentwert von 3 hätte und bekomme eine Erleichterung von 10, dann habe ich effektiv einen Talentwert von 13. Erschwernis wird andersrum abgezogen. Wenn ich aber bei der Erschwernis den Talentwert ins Negative bringe, dann wird stattdessen das von allen Eigenschaften gleichermaßen abgezogen. Das war bei DSA 3 noch anders. Da konnte man dann sich immer aussuchen, mit welchen Eigenschaften man die Punkte ausgleicht. Wir werden hier sehen, dass es diese Regelung relativ sinnvoll ist, denn das Ganze sind hier ziemlich gerade Linien. Die Wahrscheinlichkeiten bewegen sich relativ gleichförmig fort. Und das eben auch bei sehr hohen Erschwernissen. Wenn man hier ein DSA-3-System hätte, dann würde es hier deutlich langsamer nach unten gehen und man hätte deutlich länger hohe Chancen, die Proben zu schaffen. Im Vergleich dazu die DSA-5-Proben. Das Erste, was auffällt, ist, Rot und Grün sind vertauscht. Warum? In DSA-5 gilt, alles, was negativ ist, ist eine Erschwernis und alles, was positiv ist, ist eine Erleichterung. Das Zweite, was uns auffällt, ist, es ist deutlich mehr zusammengestaucht. Also hier der gelbe Bereich in der Mitte ist sehr klein, es gibt sehr viel Rot, sehr viel Grün. Hier ist es ein deutlich größerer Bereich. Das liegt einfach damit zusammen, dass eine Erschwernis hierbei mehr oder minder das Dreifach, dem Dreifachen entspricht. Das heißt, sie wird auf alle drei Eigenschaften angerechnet und nicht nur auf den Talentwert. Dieses mehr oder minder, das ist tatsächlich noch was, was wir uns gleich angucken werden, um da mal zu überlegen, was ist eigentlich ein genauerer Umrechnungsfaktor. Das Dritte, was uns auffällt, und das wissen wir schon aus der ersten Folge der Serie, ist es keine gerade Linie. Mit anderen Worten, hier unten in dem Bereich der hohen Talentwerte ändert irgendwie eine Änderung der Erschwernis von 1, wenn ich hier, ändert sozusagen also eine Erschwernis um 1 macht hier das Ganze um 10% unwahrscheinlicher, die Probe zu schaffen. Wenn ich allerdings hier in dem Bereich sozusagen nach oben gehe, dann ändert es nur noch 3%. Das ist auch hier teilweise ähnlich, aber hier ist es etwas extremer in den mittleren Bereichen, dadurch, dass es, wie gesagt, etwas gekrümmte Linien sind, die hier die gleichen Wahrscheinlichkeiten darstellen und nicht wie hier etwa gerade Linien. Kommen wir jetzt ohne weitere Umschweife zu der eigentlich spannenden Frage. Ich habe eine Talentprobe aus DSA 4, die ist erschwert um 3. Was mache ich in DSA 5? Naiver Ansatz war jetzt zu sagen, naja, Talentpunkt, den kann man einsetzen, um einen Punkt zu ändern bei einer Eigenschaftsprobe, aber eine Erschwernis von 1 bei den Eigenschaften DSA 5 reduziert gleich alle drei Eigenschaften. Das heißt, ich nehme eine Erschwernis von einem Drittel. Also statt wie in DSA 4 dann eine Probe plus 3, hätte ich in DSA 5 eine Probe von minus 1. Das ist aber tatsächlich nicht die Lösung, die am besten zu den Wahrscheinlichkeiten passt. Denn wenn ich das machen würde, dann würde ich eine Sache übersehen. Den Talentpunkt, den ich verliere, den hätte ich flexibel einsetzen können. Das heißt, den hätte ich für die Eigenschaft einsetzen können, die am schlechtesten dasteht. Damit ist es immer noch nicht so gut, immer noch nicht so schlimm, als würde ich bei jeder Eigenschaft einen Punkt verlieren. Aber es ist deutlich schlimmer, als würde ich bei einer zufälligen Eigenschaft den Punkt verlieren. Sondern den Talentpunkt verliere ich immer bei der Eigenschaft, bei der ich ihn am dringendsten benötigt hätte. Deswegen findet hier unten einmal ausgerechnet ein Vergleich mit folgender Formel. Ich nehme die DSA4-Erschwernis, drehe das Vorzeichen um, teile sie durch 2 und ziehe dann noch 1 ab. Mit anderen Worten, wenn ich in DSA4 eine Erschwernis von 6 hätte, oder Erschwernis von 6 wäre hier, dann ist es in DSA 5
ein minus 4. Diese plus 6 Erschwernis, Vorzeichen umdreht, sind minus 6, durch 2 sind minus 3, nochmal eine minus 1 drauf sind minus 4. Was uns auch auffällt, ist, es gibt eine Verschiebung. Es ist nicht einfach nur geteilt, sondern am Ende ziehe ich auch nochmal einen zusätzlich ab. Woher kommt das Ganze? Dafür müssen wir diese Grafik angucken. Hier habe ich einfach Folgendes gemacht. Ich habe jeweils ausgerechnet für den entsprechenden Talentwert, wie hoch ist die Erfolgswahrscheinlichkeit bei einer Erschwernis von DSA 4 von so viel oder in DSA 5 von so viel und habe dann die Differenz gebildet. Dabei sieht man jetzt hier irgendwie immer 0%, das heißt, da sind die Erfolgswahrscheinlichkeiten ziemlich genau gleich groß. Wenn ich also eine Probe habe, alle Eigenschaftswerte auf 13, Talentwert 7 und die ist in DSA 4 um 1 erschwert, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich genauso groß, als würde ich DSA 5 spielen und die Probe wäre um 2 erschwert. Andersrum, schauen wir mal hier unten in den Bereich. Wenn ich das hier mal anschauen würde, ich hätte jetzt also ein Talentwert von 16 und die Probe wäre um 13 erleichtert und DSA 5 dann um 6 erleichtert, dann würde ich in diesem Fall, gucken wir mal kurz nach, in DSA 5 eine schlechtere Chance haben als in DSA 4. Das heißt also, die rote Farbe sagt immer, in dieser Umrechnung werden die Spieler gerade benachteiligt und das Grüne heißt, sie werden bevorzugt. Je roter und je grüner, umso stärker. Bei diesem Bild sehen wir schon mal, naja, wo ist der rote Bereich? Der ist hier bei hohen Talentwerten und starken Erleichterungen, da würde man sowieso keine Probe verlangen. Den Bereich können wir komplett ignorieren. Egal wie gut unsere Umrechnungsformel hier ist, in dem Bereich ist mein Vorschlag für die Umrechnung, lasst keine Probe würfeln. Die Probe gelingt. Da jetzt extra noch irgendwie groß was probieren zu lassen, ist eher unsinnig. Der zweite Bereich, wo das Ganze nicht gut übereinstimmt, ist hier. Und das ist ein bisschen unangenehmer. Hier befinden wir uns nämlich bei niedrigen Talentwerten, das kommt vor, und bei hohen Erschwernissen. Und hier bevorteilen wir, also hier geben wir den Spielern im Moment einen Vorteil durch diese Umrechnungsformel. Wir sehen, es gibt keinen Wert, keine Umrechnungsmöglichkeit, sodass es bei diesen einfachen linearen Formeln auch überall gleich ist. Das heißt also, solange wir nicht komplexe Umrechnungsformeln verwenden wollen zwischen den Erschwernissen, werden wir immer Gebiete haben, da ist es zu leicht und Gebiete ist es zu schwer. Denn wenn ich den Bereich hier jetzt für die Spieler erschwere, erschwere ich damit alle Bereiche immer automatisch, auch für die Spieler so ein bisschen und mache damit auch hier, wo die Balance eigentlich gerade ganz gut ist, die Balance wieder kaputt. Aber das kann man ja auch als Spielleiter dann noch so ein bisschen in den Überlegungen mit berücksichtigen. Wie habe ich diese Formel jetzt bestimmt? Also dieses durch 2 und dann minus 1. Ist einfach, ich habe folgendes Abweichungsmaß mir genommen. Ich habe folgende Punkte angeguckt. Eine Erleichterung von 3 in DSA 4, eine Erschwerung von 3 und eine Erschwernis von 7 bei Talentwerten von 0, 7 und 14. Und habe diese 9 Punkte genommen, da jeweils die Abweichung genommen und sozusagen quadriert einfach als Abweichungsmaß und habe dann so lange mit den Zahlen hier rumgespielt, bis das möglichst klein wurde bei einer einigermaßen überschaubaren Formel. Also ich habe jetzt keine Kommazahlen eingesetzt, sondern irgendwas, wo ich mir gedacht habe, das kann man auch noch im Kopf gut ausrechnen. Wie müsste man diese Formel jetzt anwenden? Na, ganz einfach, ich rechne halt immer um, ich nehme meinen Wert, tausche das Vorzeichen, teile durch 2 und runde dann entsprechend nach DSA-Regeln einmal auf. Also beispielsweise jetzt 1, durch 2 ist ein halb, aufgerundet ist 1, Vorzeichen gewechselt ist minus 1, nochmal minus 1 sind minus 2. Mit anderen Worten, eine Erschwernis von 1 in DSA 4 entspricht einer Erschwernis von 2 in DSA 5. Jetzt gibt es hier diese verschiedenen Bereiche, in denen man noch ein bisschen nachkorrigieren könnte. Das betrifft hauptsächlich hier den Bereich, wo wir schon zu relativ hohen Zahlen kommen, der auch spielrelevant ist und der sagt einfach nur aus, wenn ich eine sehr schwere Probe habe und der Held hat eigentlich überhaupt keine Ahnung von dem Gebiet und ich will die aber trotzdem zulassen, dann kann ich die Erschwernis auch ruhig noch ein bisschen weiter hochdrehen, ohne den Spieler zu benachteiligen. Oder was ich persönlich einfach mache, ist, ich denke mir, naja, wenn ein Spieler das schon versucht, ja, die Wahrscheinlichkeiten stehen gegen ihn, ich muss jetzt nicht noch extra weiter gegen diesen Spieler drehen und nehme einfach die Umrechnungsformel, wohlwissend, dass in DSA 4 das Ganze noch deutlich schwerer gewesen wäre. Ja,
Damit sind wir durch die Fertigkeitsproben durch. Wir haben gesehen, dass die DSA-Wahrscheinlichkeitsverteilung alle etwas ungewöhnlich und unangenehm sind, nicht wirklich intuitiv, aber dass man da durchaus ein paar Überlegungen anstellen kann und ein Gefühl für entwickeln kann, wie das Ganze aussieht. Wir sehen, dass die übliche Formel von DSA-4 Erschwernis durch 3, die an vielen Orten verteilt wird, nicht stimmt, sondern dass es eher ein durch 2 ist, um auf die DSA-5 Erschwernis zu kommen. Wir sehen auch nochmal eine Verschiebung, diese minus 1, also die Proben zusätzlich noch ein wenig zu erschweren, was so ein bisschen gegen das läuft, was man häufig hört. Naja, man soll eigentlich in DSA-5 die Proben immer noch ein bisschen erleichtern. Das ist aber bei Eigenschaftswerten um die 13 und dann höheren Talentwerten gar nicht mehr so wichtig. Und wir haben auch gesehen, dass die Vergleichsproben mit den Qualitätsstufen der Punkt sind, wo man doch mal als Spielleiter ein bisschen gnädiger sein muss, weil die Wahrscheinlichkeiten stehen da meistens deutlich gegen die Spieler. Im nächsten Kapitel schauen wir uns den Nahkampf an und schauen uns einmal an, was gibt es denn eigentlich alles an Fähigkeiten, die man nutzen kann, wie sehen die einzelnen Werte aus, die für den Kampf relevant sind und wie viel Vorteil bei der Wahrscheinlichkeit, einen Kampf zu gewinnen, generiert man sich jeweils durch einen zusätzlichen Punkt. Da werden wir auch ein bisschen Powergamen und mal gucken, wie kriegen wir mit möglichst wenig Abenteuerpunkten möglichst gute Gewinnchancen für unsere nächsten Kämpfe. In diesem Sinne, gebt mir euer Feedback ab. Mich interessiert natürlich sehr, wie ihr die Kolumne findet und ob ihr auch damit überhaupt was anfangen könnt, was euch noch interessieren würde, auch welche anderen Systeme euch interessieren würden. Ich lese Kommentare und antworte und sag mal bis dann, euer Niklas.